Guten Tag, mein Name ist Dr. Wolfgang Nolte-Demgenski. Ich bin Oberarzt in der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und begrüße Sie zum Talk im Klinikum online. Wir wissen, dass bei älteren Menschen häufig Veränderungen des Gesundheitszustandes die Folgen sind. Das heißt, es wächst auch die Komplexität der Erkrankungen. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile, in die Einleitung. Dann werde ich noch etwas zu den Krankheiten sagen und zu den Therapiemöglichkeiten. Ich möchte als Beispiel ein Bild von Dürer aus dem Jahre 1514 voranstellen, der seine Mutter gemalt hat, als sie 63 Jahre alt war, wo man viel daran erkennt, was Alter sozusagen für Auswirkungen auch hat. Das ist insbesondere im Bereich des Fettgewebes, was im Alter zunehmend mehr aufgebaut wird, im Verhältnis zum Muskelgewebe, was abgebaut wird. Was wir wissen, ist auch, dass es häufiger zu einer Entwässerung kommt, auch durch veränderte Funktionen der Nieren. Es kommt zu Veränderungen der Knochen, insbesondere Verschleißerkrankungen der Gelenke. Zähne fallen aus. Es kommt zu Veränderungen und Beeinträchtigungen der Sinnesorgane, wie dem Sehen, was oft notwendig macht, dass eine Brille gebraucht wird. Das Hören, insbesondere Hochtonbereiche sind da betroffen, ist verändert. Riechen, Schmecken. Wir wissen auch, dass es zu Veränderungen des Stoffwechsels kommt. Insbesondere die Funktionen der Leber und der Nieren sind davon betroffen, was sich wiederum auf die Verstoffwechslung von Medikamenten auswirkt. Warum ist das so wichtig? Wir sind in einer Bevölkerung, die zunehmend älter wird. Wir sehen an der Bevölkerungspyramide, dass es sehr viele alte Menschen gibt. Das wird auch in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen. Wir werden zunehmend mehr ältere Menschen in der Bevölkerung haben, aber immer weniger junge Menschen. Das Ganze wird sich also auch zunehmend mehr in so eine Pilzform verändern. Beispiel sind nochmal eine Statistik aus dem Jahre 2018, wo im Verhältnis als Beispiel ein 50-jähriger Mensch im Jahre 1871 jetzt noch als junger Mann, also als Mann, eine Lebenserwartung von 18 Jahren gehabt hätte. Im Jahre 2014 wäre eine Lebenserwartung von 30 Jahren noch zu erwarten gewesen. Bei Frauen ist das etwas höher. Was wir auch feststellen, ist, dass es zu einem Wanderungssaldo bundesweit kommt und insbesondere Thüringen davon auch betroffen ist. Das heißt, Thüringen hat eine negative Statistik. Es wandern zunehmend mehr Menschen aus Thüringen aus in andere Bundesländer. Das dritte Lebensalter, damit ist gemeint, das Alter über 65 Jahre, ist meistens auch mit einer Veränderung der Gesundheit verbunden. Das heißt, es steigt die Prävalenz von Krankheiten, das bedeutet einen Anstieg von Krankheiten, was wiederum natürlich zu Einschränkungen in der Lebensqualität und in der Lebensführung führt. Es drückt sich auch in einer veränderten Wahrnehmung des Gesundheitszustandes aus. So ist man zum Beispiel bei 40- bis 54-Jährigen der Gesundheitszustand in aller Regel noch recht gut, nimmt dann aber zunehmend mehr ab. Bei den 75- bis 84-Jährigen ist es in den meisten Fällen schon so, dass der Gesundheitszustand mit schlecht bis sehr schlecht sogar beurteilt wird. Das sehen wir auch an der Schwerbehindertenquote, hier eine Statistik aus dem Jahre 2017, wo bis zum etwa 50. Lebensjahr noch prozentual so um die 5% eine Schwerbehinderung besteht bei Männern und Frauen. Das nimmt dann deutlich zu, bis zum 65. Lebensjahr, steigt dann bei Männern auch noch weiter an. Bei Frauen pendelt es sich dann bei knapp unter 20% ein, Schwerbehinderung. Wichtig ist, dass es nicht die Erkrankung ist, die unbedingt die Lebensqualität so beeinträchtigt, sondern die Funktions- und Fähigkeitsstörungen, die aus dieser Erkrankung resultieren. Auch insbesondere die selbst eingeschätzte Gesundheit. Also für wie gesund hält sich der Betreffende. Neben der größeren Häufigkeit von Krankheiten kommt es auch häufig dazu, dass auch der Krankheitsverlauf sich verlängert, umgekehrt die Genesung wiederum sich verzögert. Die altersabhängige Zunahme führt zu einem
Anstieg des Anteils älterer Menschen, die mehrere Krankheiten haben, die häufig dann auch noch medikamentös behandelt werden, oft mit 5 und mehr Medikamenten. Davon sind insbesondere die älteren Patienten betroffen, über 75 Jahre. Was wiederum Probleme mit sich bringt, dass die Medikamente auch gegenseitig sich beeinflussen können und unter Umständen auch den Krankheitsprozess sogar noch verstärken können. Die Gesundheit ist insgesamt natürlich von hoher gesellschaftlicher Bedeutung für uns. Es gibt eine Studie aus den 90er Jahren, die Berliner Altersstudie, die auch gezeigt hat, dass etwa ein Drittel der 70-Jährigen mindestens 5 mittel- bis schwergradige internistische, neurologische, orthopädische und auch psychische Erkrankungen hat, die dann auch behandelt werden. Dazu gehören vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hier die Herzschwäche, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das ist eine Statistik der notwendigen stationären Behandlung aus dem Jahr 2007. Es gehören auch Hirninfarkte dazu und auch degenerative Erkrankungen der Gelenke zum Beispiel. Welche Erkrankungen betreffen jetzt insbesondere im Alter den Menschen? Das sind natürlich die Demenzen vor allen Dingen und die sogenannten affektiven Störungen. Das sind also auch die Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen durch Veränderungen im Leben. Heißt auch so etwas wie persönliche eigene Erkrankung kann dann dazu führen, dass dann auch reaktiv die Psyche darunter leidet. Es gibt dann noch die somatoforme Störung, die auch im Alter eine besondere Bedeutung nochmal bekommen. Psychosen, so etwas wie die Schizophrenie, ist eher selten, sollte aber auch beachtet werden. Und die Süchte, insbesondere die Abhängigkeit von Beruhigungsmedikamenten. Demenzen und Depressionen gehören mit zu den häufigsten Erkrankungen im Alter. Die Demenzen kennzeichnen sich insbesondere durch Einschränkungen des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit und der Konzentration. Häufig ist auch die Stimmung betroffen. Kann sich zum Beispiel in Form einer Affektlabilität ausdrücken, dass jemand sehr schnell reizbar wird, überreagiert, aggressiv wird oder eben auch depressiv weinerlich. Was auch oft beobachtet wird, ist eine Veränderung des Antriebs. Das heißt, der Schwung, den Alltag auch wirklich selbstständig zu bewältigen, lässt nach, verändert sich. Kann manchmal auch so ein Bild ergeben, dass jemand ständig unruhig umherläuft, nicht zur Ruhe kommt. Dafür werden natürlich neuropsychologische Tests verwendet, um die Diagnose zu sichern. Wichtig sind auch Bildgebungen, so etwas wie ein Kernspintomogramm, die dann differenziert nochmal beschreiben können, welche Formen der Demenzen zum Beispiel oder neurodegenerative Erkrankungen dafür verantwortlich sind, dass es zu solchen Symptomen kommt. Sinnvoll ist es auch immer in diesem Zusammenhang das Hirnwasser oder den Liquor zu untersuchen, um zum Beispiel zu prüfen, ob pathologische Ablagerungen in den Nervenzellen und im Liquor nachweisbar sind oder nicht, oder ob es Entzündungen gibt. Neben degenerativen Prozessen, also Altersprozessen, kann es auch bei akuten Erkrankungen zu Symptomen einer Demenz kommen. Das wäre zum Beispiel bei einem Schlaganfall oder, wie ich schon sagte, auch entzündliche Erkrankungen des Gehirns können dazu führen. Die affektiven Störungen sind insbesondere die Depressionen und Angsterkrankungen. Die Depression ist das Merkmal der Depression ist eine Beeinträchtigung der Stimmung, also eine gedrückte Stimmung, auch des Denkens. Häufig ist das Denken eingeengt, sehr viel von Besorgnis bis hin zu Grübeln ist damit gemeint. Auch der Antrieb ist häufig verändert, entweder in Form eines verminderten Antriebs. Betreffenden klagen oft darüber, dass sie den Alltag nicht mehr so gut bewältigen können. Aber auch soziale Beziehungen werden nicht mehr so wahrgenommen. Die Stimmung ist dann gedrückt, Freude empfinden wird nicht mehr so wahrgenommen. Oft wird auch berichtet, ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Beim Denken fällt so ein Grübeln auf und negative Einstellungen, entweder zu sich selbst, zu anderen oder auch hinsichtlich der weiteren Zukunft. Ein vermindertes Leistungsvermögen wird oft im Alter berichtet, mit vermehrter Erschöpfung und dem fehlenden Schwung im Alltag. Auch das sogenannte Leibgefühl kann sich verändern in Form von vermehrten Verspannungen. Schmerzen können eine Rolle spielen, Verdauungsstörungen, Schwindel etc. Durch die veränderte emotionale Stimmung kommt es auch oft zu Veränderungen in Beziehungen, also insbesondere zur Familie oder zum Ehepartner.
die sich wiederum belastend für die Gesamtsituation auswirkt. Durch den vermehrten sozialen Rückzug und von Reduzierung von Aktivitäten kann es durchaus auch zu einer weiteren Verschlimmerung und Verstärkung der Symptome kommen. Man muss wissen, dass depressive Symptome nicht immer typischerweise von den Betreffenden so geschildert werden. Man muss auch fragen nach der Stimmung. Stattdessen wird sehr oft über körperliche Beschwerden geklagt, wie über zum Beispiel Schmerzen, Schlaflosigkeit. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Suizidrate im Alter ansteigt, insbesondere bei Männern. Eine Studie darüber brachte zum Beispiel, dass bei 70- bis 74-jährigen Männern von 100.000 Gestorbenen 30 Männer zwischen 70 bis 74 sich suizidiert haben. Bei 85- bis 90-jährigen Männern sind es schon 69 Männer von 100.000 Gestorbenen. Wobei insgesamt Männer in allen Altersgruppen gegenüber Frauen häufiger durch Suizid auch versterben. Das wäre nochmal eine Statistik hier aus dem Jahr 2016 von den G7-Staaten im Verhältnis zu den BRICS-Staaten. Man sieht, dass Deutschland im Jahr 2016 im Durchschnitt auf 100.000 Einwohner 13,6 Suizide hatte. Im Zusammenhang mit Depressionen treten auch oft Ängste auf, wobei im Alter Phobien und generalisierte Angststörungen häufig sind. Diese generalisierte Angststörung ist dadurch charakterisiert, dass eine ständige Besorgnis und Ängstlichkeit über alle Abläufe und insbesondere auch hinsichtlich der eigenen Gesundheit berichtet wird. Die Anpassungsstörung ist eine Reaktion, eine psychische Reaktion auf Veränderungen im Alltag, typischerweise zum Beispiel, wenn eine Berentung jetzt stattgefunden hat, aber auch natürlich eigene Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, können aber auch natürlich Erkrankungen, Belastungen der Lebensgefährten oder innerhalb der Familie, können dazu führen, dass dann erstmal eine depressive Symptomatik sich entwickelt. Für Alte auch relativ typisch sind somatoforme Störungen, ich sagte schon Veränderung des Leibgefühls, so ein Klagen über ständig wechselnde Beschwerden, die dann auch dazu führen, dass wiederholte Ärzte, also da insbesondere Hausärzte auch aufgesucht werden, die immer wieder Untersuchungen dann auch durchführen, die allerdings in dem Umfang das hohe Leidensmaß bei den Betreffenden nicht vollumfänglich erklären können. Da die somatisch orientierten Therapien letztendlich nicht helfen können, dass es den Betreffenden besser geht, sind immer wieder neue Arztbesuche häufig die Folge, um endlich sozusagen die Ursache auch herauszufinden, was denn körperlich daran verantwortlich ist, dass es jemandem schlecht geht. Oft besteht bei den Betreffenden ein rein körperliches Krankheitsverständnis, psychische Zusammenhänge oder Ursachen werden eher abgewehrt. Da zudem bei älteren Patienten oft chronische Erkrankungen bestehen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzschwäche, Nierenschwäche, Atemschwäche etc., degenerative Wirbelsäulensyndrome, wird oft auch über einen langen Zeitraum somatisch orientiert behandelt, ohne dass psychische Zusammenhänge immer so gleich so offensichtlich sind. Die Deutung auf das Vorliegen von psychischen Ursachen löst dann allerdings auch bei den Betreffenden oft ein Unverständnis aus, manchmal sogar Ängste oder sogar Ärger. Behandler sollten deshalb eine Haltung behalten, einnehmen, es ist sowohl eine körperliche Erkrankung, also zum Beispiel ein degeneratives Wirbelsäulensyndrom oder eine Herzschwäche, aber auch psychische Faktoren, die behandelt werden sollten und können. Setzt natürlich eine entsprechende Kompetenz bei den Behandlern auch voraus. Grundsätzlich sollte die Devise lauten, Patienten da abzuholen, wo sie stehen. Psychosen sind im höheren Alter eher selten. Es ist eine Erkrankung des jungen Erwachsenen. Neu auftretende psychotische Symptome wie Stimmen hören etc. oder Beziehungsideen lenken eigentlich automatisch immer erstmal den Verdacht auf eine organische Ursache. Und es sollte auch unbedingt geklärt werden mit entsprechender Diagnostik. Betroffen sind bei Psychosen Denkstörungen,
kommt auch zu Wesensänderungen. So eine misstrauische Haltung ist oft zu beobachten. Können Orientierungsstörungen auftreten bis hin zu Verwirrtheit. Diese Symptome sind allerdings unspezifisch und lassen nicht direkt auf die Ursache schließen. Also man kann dann nicht sagen, das ist eine Psychose, die von sich aus jetzt neu entstanden ist und nicht organisch erklärbar ist. Man könnte aber auch möglicherweise feststellen, dass doch eine organische Ursache dahinter steckt, zum Beispiel mit einer Hirnerkrankung, einer Hirnentzündung. Es gibt auch zahlreiche internistische Erkrankungen, die teilweise sich dahingehend auswirken, dass es zu solchen Veränderungen der psychischen Situation kommt. Grundsätzlich unterscheiden sich Psychosen bei alten Menschen symptomatisch nicht von denen junger Menschen. Die haben also die gleichen Symptome. Kennzeichnend sind es bei beiden, sind die Denkstörungen. Das heißt, es sind unrealistische Erwartungen, Einstellungen, auch Überzeugungen. Und typisch ist, dass diese Überzeugungen kaum zu korrigieren sind. Das nennt man dann eine a priori Überzeugung. Kann man durch Argumentation nicht verändern. Deswegen ist es wichtig, den Patienten erstmal gut zu informieren und aufzuklären, ob irgendeine Erkrankung überhaupt vorliegt. Und natürlich wichtig auch, einen therapeutischen Prozess zu ermöglichen im Aufbau durch eine gute Beziehung zum Patienten. Die somatoformen Störungen, das heißt die Leibstörungen, sind gekennzeichnet durch wiederholte funktionelle Beeinträchtigungen. Ich hatte schon erwähnt, zum Beispiel Verdauungsstörungen, Schwindelsymptomatik, Schmerzzustände, die natürlich erheblich die Lebensqualität beeinträchtigen können, werden durchaus auch häufig ärztlich gesehen und auch behandelt, wobei nicht grundsätzlich immer alles gleich stationär behandelt werden muss. Und manchmal ist es auch gerechtfertigt, ist zunächst achtsam den Verlauf auch mal abzuwarten und meistens auch erstmal sinnvoll, über die Harmlosigkeit dieser Symptome aufzuklären. Es ist aber trotzdem natürlich notwendig, weiter auch die Diagnostik zu betreiben. Entscheidend ist allerdings auch, inwieweit wirken sich diese Symptome aus. Also wenn ein Mensch Schmerzen hat, ist es natürlich sinnvoll, diese Schmerzen auf jeden Fall auch zu behandeln. Da die Lebensqualität der Betroffenen in aller Regel sehr stark beeinträchtigt ist. Welche Therapien sind sinnvoll? Es ist oft völlig ausreichend, Patienten ambulant zunächst auch mal zu behandeln, durchaus auch durch den Hausarzt, der die Funktion eines, wir sagen dazu, Gatekeepers hat oder Steuermanns, kann man dazu auch sagen, der also steuert, was jetzt noch notwendig ist an diagnostischen Maßnahmen und auch sicherlich auch schon therapeutisch viel machen kann. Erst wenn sich darstellt, dass eventuell doch fachärztliche Weiterbehandlung notwendig ist, wird ein Hausarzt in aller Regel das auch tun und sich darum kümmern, eine Überweisung auszustellen. Ein Hausarzt kann auch, da er oft einen Überblick über den Krankheitsverlauf auch und über die sozialen Hintergründe bei den Hausärzten besteht, durchaus auch psychische Probleme erkennen. Es macht dann durchaus auch Sinn, diese psychischen Probleme gegebenenfalls auch anzusprechen und Hilfen anzubieten. Sollten ambulante Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, besteht ab Oktober 2020 in der hiesigen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik, nochmal die Möglichkeit einer separaten stationären Behandlung für ältere Patienten mit psychischen Erkrankungen. Welche Patienten sind das? Es sind vor allen Dingen Patienten über 65 Jahre, die mobil sein sollten, selbstversorgungsfähig, die Körperhygiene zum Beispiel selbstständig durchführen können, Nahrungsaufnahme, die auch mobil sind. Das Erkrankungsspektrum liegt bei den Depressionen, Anpassungsstörungen, Angsterkrankungen, Somatisierungsstörungen. Schwerpunkt sollte schon sein, wenn sich im Rahmen dieser Erkrankung eine soziale Isolation ergeben hat, dass Vereinsamung und Teilhabe wieder am sozialen Leben möglich sein sollte für die Zukunft. Neben der klinisch-psychiatrischen Diagnostik findet auch eine psychologische Diagnostik und gegebenenfalls auch eine weiterführende Diagnostik in der Neuropsychologie zur Überprüfung zum Beispiel auch auf Denkfunktionen, sogenannte kognitive Funktionen.
Welche Patienten sind dafür nicht vorgesehen für diese neue Station? Das sind schwere Eigen- oder Fremdgefährdungen, schwere Demenzen, Psychosen, Suchtformen und auch nicht für Patienten, die ein Delir haben. Vorgesehen ist eine enge Kooperation mit den anderen Fachabteilungen im Hause, wie der Kardiologie, der Neurologie und Orthopädie. Angeboten werden neben Einzel- und Gruppensitzungen regelmäßig auch Bewegungstherapie, ist ganz wichtig. Man weiß, dass durch regelmäßige Bewegung psychische Zustände sich auch deutlich verbessern können. Studien zeigen, dass die Wirksamkeit genauso gut ist wie mit Medikamenten. Unterstützt wird es auch durch Physiotherapie und Kreativtherapie. Falls benötigt, macht es auch durchaus sehr viel Sinn, auch Angehörige in die Therapie mit einzubinden. Ziel ist auf jeden Fall eine verbesserte Teilhabe der Betroffenen am Leben, weitestgehend auch selbstbestimmt im eigenen, gewohnten sozialen Umfeld. Wichtig ist dabei, dass die Betreffenden merken, dass sie selbst auch sich helfen können, also eigene Kompetenzen dafür entwickeln, mit den Gesundheitsproblemen auch umzugehen. Stichwort Selbstmanagement-Kompetenz. Was mache ich bei Schmerzen zum Beispiel oder wenn ich wieder merke, mir geht es nicht gut, ich ziehe mich zurück und nehme nicht mehr so am Leben teil. Es kann manchmal sinnvoll sein, am Anfang nochmal so eine Testung durchzuführen. Das wäre dann ein sogenanntes Assessment, das sind so Tests, die dann so bestimmte Zahlenwerte ergeben. Da ergeben sich verschiedene Bereiche, zum Beispiel im Bereich der Selbstversorgung. Wie weit kann jemand sich selbstständig auch noch waschen, pflegen? Wie weit ist jemand aber auch mobil? Wie ist es hinsichtlich der geistigen, kognitiven Funktionen? Also ist das Gedächtnis noch so weit in Ordnung, dass der Alltag auch noch gut klappt? Was macht so etwas wie die Vergesslichkeit zum Beispiel? Wie weit beeinträchtigend ist das? Ernährung kann eine Rolle spielen. Instrumentelle Aktivitäten, damit ist gemeint, wie weit zum Beispiel auch noch so Bankgeschäfte erledigt werden können. Ganz wichtig sicherlich auch die soziale Situation. In welcher Situation lebt jemand? Ist jemand allein lebend oder gibt es eine Partnerschaft? Gibt es Familie? Gibt es ein größeres soziales Umfeld? Das Behandlerteam dieser Station ist multiprofessionell, bestehend aus Ärzten, Psychologen und Pflegekräften, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten, Kreativtherapeuten. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken.